Guten Morgen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Flaws, herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog oder ja, mal gucken, wo ich euch alles mitnehme. Herzlich willkommen zu meinem Alltag sozusagen. Ja, ich habe meine süße Tasse, Best Mom. Ich bin weit weg vom Best Mom, aber ja, man gibt das Beste. Ich habe eine neue Trage, Leute. Wir haben eine von Baby Björn, eine schöne graue Trage. Da aber mein Mann sehr oft draußen ist, ich sehr oft sie auch trage, hasse ich das, dieses andauernde ja, Einstellen am Rücken. Mal müssen wir das größer, mal müssen wir das enger machen. Und ja, ich dachte mir, warum gönne ich mir nicht direkt eine zweite Trage? Mit Tragen hatte ich eigentlich ehrlich gesagt nie Glück. Entweder wurde ich auf Vinted ja, betrogen und habe 50 Euro verloren. Oder die Lieferung ist nicht angekommen. Ich hatte eine schöne Marke. Ich dachte mir so, weißt du was, dann hole ich jetzt nichts Gebrauchtes und gönne mir was Neues. Und habe von einer Online-Seite bestellt, die ich nicht kannte. Und die ist irgendwie nicht angekommen. Habe zwar mein Geld wieder zurückbekommen, aber ja, dann hatte ich eigentlich aufgegeben und wollte nicht mehr. Aber jetzt, da die Uni angefangen hat und ich sehr oft sie bei mir habe, habe ich mir jetzt von Amazon, die Seite, die wir alle kennen und der wir vertrauen, eine neue Trage bestellt. Und die packen wir jetzt zusammen aus. Heute ist nämlich Montag und wir müssen zur Uni. In der Woche ist das so, dass ich montags, dienstags und mittwochs immer Unitag habe und die Kleine mitnehme. Leoprint. Ja, heute Streifen und Leoprint, aber ist mir egal, ich werde das immer tragen. Aber wenn ich einmal anfange, Outfit-Kombis nur damit zu machen, werde ich sie nicht immer tragen können. Also schaut mal, jetzt packen wir mal aus. Sieht sehr einfach aus. Einfach nur so ein X hinten. Und dann kann ich das so zuziehen. Ein Fakt, mein Mann wird es eh nicht tragen wollen. Ihr wisst warum. Ja, starten wir mal damit. Ist hier irgendwo eine Anleitung? Ah, hier. Schau mal, wie hübsch das aussieht. Hier an der Taille. Ja. Unsere Taille ist jetzt nicht mehr die dünnste, ja. Hier hat man wirklich so Bereiche, wo man die rausklicken kann. Ich werde aber so reinschlüpfen. Mal gucken, ob das klappt, weil das finde ich irgendwie leichter. Ich ziehe einen Pulli an, gefühlt. Jetzt muss ich die aber wieder reinbekommen, die Kleine. So hier nach unten knüpfen, damit, wenn die Kleine nach außen schauen möchte oder wenn sie etwas größer ist wie meine. Wir testen mal. Ich hoffe, es ist für sie bequem. Okay, die Kleine, schaut mal die Beinposition. Die Kleine ist sehr schön hier drin, sitzt schon hier drin und ich glaube, es ist super angenehm. Hinten schaut es so aus. Jetzt gerade fühlt es sich sehr bequem an, aber man weiß nicht, wie es am Ende sein wird. Deswegen dachte ich mir, ich berichte am Ende des Videos oder ich schreibe das in der Infobox, falls ich das vergessen sollte. Und ja, jetzt heißt es erstmal ab zur Uni. Schaut mal, sie schläft gerade. Einige Tage später, Leute, sorry, also wir haben aktuell, also ich habe aktuell eine ganz, ganz stressige Uni-Zeit, deswegen habe ich es einfach nicht geschafft, euch mitzunehmen, aber falls ihr so einen separaten Uni-Vlog sehen wollt, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, kann ich auch sehr gerne machen. Die ganze Woche war ich an der Uni, nicht nur Montag und bis Mittwoch, sondern wirklich bis auf Donnerstag war ich jeden Tag an der Uni und Donnerstag habe ich dann ein Video zu Hause, mein Donnerstagsvideo, gedreht und entspannt hochgeladen. Deswegen habe ich es nicht geschafft, hier für meinen Vlog was zu drehen. Heute sind wir eingeladen zu einer Geburtstagsfeier. Eine Freundin wird 30 und sie hat so ein cozy Herbst-Motto geplant. Und wir haben heute Morgen lecker gefrühstückt und die Kleine ist jetzt draußen spazieren. Und ich habe ein bisschen die Wohnung, nur wirklich Wohnzimmer aufgeräumt. Habe eine schöne Gesichts... Ich fand, da ist gerade ein bisschen wild drauf. Gesichtsmaske. Ich habe mich ein bisschen ja, verwöhnt, sagen wir mal so. Ich musste nämlich eigentlich noch was für die Uni machen, aber ich dachte mir so ganz ehrlich, die ganze Woche früh
Morgens bis spätabends, nachdem die Kleine geschlafen hat, musste ich noch einiges tippen, war ich nur am PC und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt brauchst du das. Ich habe wirklich mir einen Tee gemacht, eine Gesichtsmaske, mich jetzt fertig geschminkt und jetzt dachte ich mir, gönne ich mir die Zeit und wir packen zusammen ihr Geschenk ein. Wir waren gestern noch in der Stadt und haben ein paar Kleinigkeiten besorgt aus Sostenegrene. Und habe ich noch was? Wir haben auch ein Buch. Ich habe ein Buch für sie ausgesucht, zeige ich euch. Dann haben wir uns dafür entschieden, ihr ein Buch auf Englisch zu kaufen, weil sie Englischlehrerin ist, dachten wir, passt einfach sehr gut und sie wird sich mega freuen. Wir fanden, also ich fand das hier auch sehr interessant. Ich glaube, ich würde mir das sogar auf Audible runterladen und selber mal reinhören. Die Katzen spielen gerade. Okay. Moment, hier kann ich es sagen. Hier steht, was würdest du tun, wenn die Menschen, denen du vertraust, deine Mutter von dir wegnehmen? Oder nein, Schott, wenn sie deine Mutter töten würden. Also, wie lange würdest du, was würdest du machen und wie lange würdest du dafür kämpfen? Ja, A Story of Racism. Und ja, ich dachte mir, es war einfach vielleicht etwas, was sie ansprechen könnte. Und sie liebt es, Bücher zu lesen und englische Literatur liebt sie auch. Deswegen passt das einfach sehr gut. Mal gucken, wie wir das jetzt zusammen verpacken. Ich habe jetzt das alles mitgenommen und wollte das ganz entspannt hier machen. Ich habe meine noch selbst getrockneten Pflanzen dabei. Trockenblumen nenne ich mal lieber so. Vielleicht könnte ich das dann so ein bisschen herbstlich machen. Eigentlich ärgere ich mich, dass ich nicht mitspazieren bin. Da hätte ich nämlich schön Laub sammeln können. Dann wäre das komplett passend zum Thema. Aber ja, vielleicht mache ich das dann später. Dann habe ich jetzt alles und wir packen mal zusammen ein. Ich werde euch nicht die Preise nennen, aber alles, was ich euch hier so zeige, ist aus Sostenegrene. Sie ist auch eher ein Teetrinker, deswegen einmal richtig lecker Tee. Die Frage ist, lasse ich das so oder ohne den Cover. Eigentlich finde ich es ohne schöner. Sieht doch einfach viel schöner aus. Aber ich finde, Bilder sind, kann man auch irgendwie besser abschätzen, was für ein Buch das ist. Deswegen glaube ich, rolle ich das einfach so mit rein. Macht das Sinn? Weiß gar nicht. Bei den Tassen den Preis nicht weggemacht, also nicht weggeknibbelt. Geschenk steht erstmal. Ich werde dann von der Seite alles die Tassen rauspicken und ja, die Preise wegmachen. Ich werde mich jetzt erstmal fertig machen und wieder doch noch für die. Wir haben noch eine halbe Stunde, deswegen werde ich eine halbe Stunde noch an der Arbeit weiter sitzen und tippen. Irgendwie habe ich mich da alles falsch gemacht. Schwarzen Tee trinke ich nicht. Schmeckt mir nicht. Ich zeige euch mal, was wir heute alles anziehen. Herbst, Look und Cozy. Und Cozy ist für mich definitiv immer ein Zweiteiler. Ein Lieblingszweiteiler mit Rock und Pulli.
habe ich auch in Grau. Ich liebe es. Super bequem. Kann ich euch nur ans Herz legen. Werde ich in der Infobox verlinken. Damit es noch bequemer ist, kommt ein Langarm-Oberteil noch dazu. Finde ich auch sehr schön. Den habe ich euch auch in der Infobox verlinkt. Habe ich in der Größe XL. Kann ich nur an allen Hijabis ans Herz legen. Ich empfehle, davon habe ich sogar 3. Und diese Tasche. Das ist mein Look für heute. Plus noch das Kopftuch, was ich noch bügeln muss. Baby Girls Look heute ist einfach nur richtig bequem. Ein Strickkleid. Ich konnte mich in den beiden nicht entscheiden. Ich finde das hier ehrlich gesagt passt mehr zu einer Feier. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie sich hier drin wohler fühlt und besser krabbeln kann. Weil wenn das Kleid ein bisschen länger ist, kann sie sich schwer aufstehen. Deswegen, sie soll sich wohlfühlen. Mit dieser süßen Strumpfhose. Diese süßen Schuhe oder die hier. Die finde ich auch sehr süß. Ihr habt mir in den Kommentaren immer geschrieben, dass das nicht gesund sei, wegen der Sohle und alles. Dass ich das lieber woanders, ja, dass das nicht orthopädisch ist. Leute, sie kann nicht gehen. Sobald sie gehen kann, werde ich ihr andere Schuhe kaufen. Das ist wirklich nur Foto und Look. Und sobald sie dann, sie wird eh damit nur ein paar Fotos machen. Und dann wird sie das hier tragen, weil wir draußen sind. Und das sind eher so Pantoffeln. Für ihre Haare. Richtig passend, oder? Pumpkin. Das ist ihr Look. Hallo, Happy Sunday. Leute, wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich mich nicht geschminkt. Wir haben gefrühstückt und ich bin direkt raus. Ich habe eine riesen Primark-Tüte dabei, weil ich immer selber predige, dass wenn man zum Flohmarkt fährt, dass man definitiv selber an die Tüte denken muss oder an die große Tasche. Und es wäre komisch, wenn ich jetzt selber das nicht machen würde. Ja, also ihr merkt, bei uns hier um die Ecke ist ein Flohmarkt, den wir echt gefühlt nur einmal oder nie besuchen konnten, weil der immer gleichzeitig mit dem in Essen stattfindet. Und da verkaufen wir ja meistens. Aber wir haben jetzt erstmal eine Verkaufspause eingelegt. Moment, das hat mich mega beeilt. Und ja, wir werden erst, wenn das Wetter wieder, ich denke so März, April, werden wir wieder anfangen zu verkaufen. Und deswegen freue ich mich jetzt die Tage, die Monate, die wir nicht verkaufen, hier immer beim Flohmarkt reinzuschauen. Der soll nämlich auch sehr gut sein. Wir verkaufen aber nie hier. Und ja, ich guck mal erstmal, wie die Trödelstände sind. Puh, was ist los gerade? Super aus der Puste. Ja, ich suche Babyspielzeug. So kreativ, wo sie kreativ und ja, wo sie gefördert wird. Also kreativ sein kann und gefördert wird. Solche Spielsachen, am besten Holzspiel, Klötze und alles andere suche ich mal gucken. Wir sind super, also ich bin super spät dran, kurz nach 11. Ich finde, es ist für einen Flohmarkt und für schöne Schätze zu spät, aber ja, wir haben spät gefrühstückt und haben uns einen langen Schlaf gegönnt, deswegen ist okay, mal gucken. Schaut mal, wie süß. Das sind alles Kleider für Babyborn. Aber jetzt nicht so ganz günstig. Ich weiß gar nicht, wie viel die sonst kosten. 5, 6, 7, sogar etwas für 11 Euro. Aber irgendwie richtig süß. Sogar mit der Kleiderstange. Also sogar eine Dusche. Die haben wirklich alles. Schade. Hört mal, ich habe das hier gefunden für 1 Euro. Es ist schon okay. Ja, super. Also ich habe mir versprochen, heute keinen frischen
zu kaufen. Aber die haben extrem günstige, also das alles zum Beispiel nur 1 Euro je. Aber ich gucke auch gar nicht. Wie gesagt, ich möchte nur bei den Babyabteilungen und Kinderspielsachen reinschauen. Ich wollte eigentlich auch kein Babyfashion mitnehmen, muss ich ehrlich sagen, aber ich gucke trotzdem. Schaut mal zum Beispiel, wie süß. Wie soll der kosten? 1 Euro, Lenny. Auch 1 Euro nur? Das ist süß. Soll ich mitnehmen, Leute? Schaut mal zum Beispiel. Ist nicht ihre Größe, würde ihr aber eigentlich noch passen. 68 von Kick, 1 Euro. Ich gucke trotzdem jetzt mit rein. Vielleicht finde ich ja was doch noch, was ich da mitnehme. Schaut mal zum Beispiel. Ich weiß, ich kenne die Marke nicht. Das ist aber ihre Größe. Aber ein bisschen dreckig. Das hier, genau das gleiche. Auch ihre Größe. 1 Euro. Mal. Das ist auch 1 Euro. Kann sich später anziehen, das kommt mit. Voll süß, das sind Zwillinge gewesen. Die haben alles doppelt. Jetzt gucke ich, welches davon besser erhalten ist. Wie viel soll die Brille kosten? Die Brille? 3 Euro. Würde auch 2 gehen. Was meint ihr? Für 2 Euro. Sogar nicht mal getragen. Hier steht 31 Euro. Kein Kratzer. Also ich hätte, falls ich einen Jungen hätte, den hier mitgenommen. Wie schön. Und hinten ist so eine, genau, Malrolle. Aber dafür ist es auch noch zu früh. Aber ich finde, schaut mal hier. Sogar das hier sehr cool. Aber wie gesagt, das bleibt erstmal. Guck mal, ihr habt sogar die hier für 20 Euro. Und auch für 20. Auch 20. Und schaut mal, was ich gefunden habe. Aber das hatten wir letztens überall gesucht. Für die Feier von meiner Freundin. Aber jetzt ist es schon zu spät. Wow, das ist ein Paradies für mich. Ich finde alles schön. Ich finde alles schön. Schade, dass ich keins brauche. Wow. Das sind für Babys. Yes. Ich frage mal, wie viel ich dafür haben möchte. Das sind aber genau Babybücher. Eine Backform von der Raupe Nimmersatt. Wie soll die Backform kosten? 3 Euro. Fast 2 Stunden später, Leute. Also meine Tüte ist voll. Eine volle Tüte, 22 Euro ausgegeben. Und ja, wir haben es jetzt gerade sehr eilig. Sonntag ist unser Schwimmtag. Die Kleine hat ihren Schwimmkurs. Heute bin ich die Begleitperson und deswegen muss ich mich schnell zu Hause fertig machen. Badekleider, also Bikini anziehen. Und ja, ich zeige euch dann später, was ich gekauft habe. Alles Holzspielartikel. Nur ein Plastikteil habe ich mitgenommen. Das habe ich nämlich geschenkt bekommen und das sah auch ganz süß aus. Ich zeige euch später alles, was ich mitgenommen habe. Ah, schön warm. Vielen Dank. Starten wir direkt nach einiger Zeit mit einem Mini Flohmarkt-Haul für die Kleine. Ich muss sagen, Leute,
Ich habe ein bisschen zu schnell gehandelt. Ich hatte begrenzte Zeit. Wie gesagt, wir mussten zum Schwimmkurs. Und ich habe gemerkt, ich brauche Minimum 3 Stunden. Ich habe so vieles nicht durchstöbern können, weil ich einfach die Zeit nicht dafür hatte. Ich habe so schöne Stände gefunden, so tolle Mamis kennengelernt und so viele Fashion-Stände für Kleine. Aber ich habe, wie gesagt, ja eigentlich nicht vorgehabt, ihr einige Fashion-Teile zu kaufen. Deswegen habe ich nicht überall gestöbert, nur da, wo ich so super günstig und interessant fand und ein bisschen Zeit hatte. Und im Nachhinein, wo die Zeit immer ein bisschen knapper, habe ich bessere Stände gesehen. Ich habe sogar eine Omi gefunden. Oma und Opa haben von Enkelkindern gesammelt, so schöne Holzspielsachen gehabt und ich hatte einfach die Zeit nicht, das hat mich super geärgert. Die hatten so schöne Bauklötze, die ich gesucht habe, ich habe aber gefragt, die sind wohl nächsten Monat auch da, weil man hat gemerkt, die haben es eher so professionell gemacht, komplett alles so schöne Teile. Und ja, jetzt packen wir mal hier aus und ich zeige euch mal, was ich alles mitgenommen habe. Also ich kann euch diesen Flohmarkt in Mülheim Metro Parkplatz definitiv empfehlen. Und ja, starten wir direkt mit dem Haul. Starten wir direkt mit dem Haul. Aber darf ich starten? Darf ich starten, mein Schatz? Okay, sie ist jetzt beschäftigt. Für wie viele Minuten? Ich habe Bücher gefunden für die Kleine, die ich je für 1 Euro mitgenommen habe. Die wollte anfangs für das hier zum Beispiel, das ist so, so eine Handpuppe. Also süß, wollte sie anfangs 2 Euro haben und dann haben wir uns zusammen auf 1 Euro geeinigt. Schaut euch das mal an. Also, ich kann jetzt schon vorstellen, dass du das liebst, ne? Ja. Ich muss mal gucken, wie ich das alles so reinige oder sauber mache, aber sieht schon richtig gut aus. Und ich fand ihren Stand so schön, dass ich da ganz viele mitgenommen habe. Also ein paar Bücher. Ich glaube, das war aber das am besten erhaltenste. Da waren noch hier meine Bilder, also das große Buch der Bilder und Wörter. Fand ich aber auch sehr schön, habe ich jetzt mitgenommen. Für 1 Euro fand ich nicht schlimm. Falls wir da keine Lust drauf haben, kann man das ja weiterverkaufen. Wieder für 1 Euro. Buch Nummer 3. Genau, bei ihr habe ich noch ganz viele weitere Bücher mitgenommen. Dann habe ich einmal das hier mitgenommen. Mika kann das ganz alleine. Ja, es ist noch zu früh. Aber sobald wir Fahrrad üben, könnte man das ihr vorlesen. Wie gesagt, es ist noch alles zu früh. Ich muss noch mal reinschauen, aber sah sehr interessant aus. Deswegen auch für 1 Euro mitgenommen. Und das hier, das ist ein Buch, das kannte ich schon. Schüttel den Apfelbon. Ein Mitmachbuch ist das und ich wusste, dass das sehr schön bei Kindern ankommt. Deswegen habe ich mich gefreut, als ich es gesehen habe. Also falls ihr das kennt, dann wisst ihr, wie cool das ist für 1 Euro. Ist aber auch noch zu früh, weil ich bei diesem Stand sehr viel gekauft habe. Also ich habe da, glaube ich, 10 Euro gelassen. Hat sie mir noch das hier geschenkt. Das war wohl ein Spielzeug, was sehr gerne gespielt wurde. Und ja, einmal drück mal hier. Hier. Drehen. Bei Gera war es zu laut, ja. Die muss ich aber erstmal sauber machen, bevor ich die Kleine das gebe. Aber ich glaube, das ist auch noch ein bisschen zu früh, aber ja. Dann habe ich bei ihr auch noch für 2 Euro das hier mitgenommen. Das waren Bauernhoftiere. Hund, Katze, was haben wir noch? Schweinchen, ein Schaf, ein Pferd, wie gesagt, eine Katze. Eine Kuh, ein Hahn. So Bauernhoftiere. Das ist hier so ein Buch, welches sie schon ab 18 Monate steht drauf, aber jetzt schon sehr gerne lesen wird. Hier, was ist denn hier drin im Garten? Ich glaube mal, dann kann sie jeweils immer so Bereiche selber öffnen. Und solche Bücher haben wir schon, so aufklappbare Bücher, klappbare Bücher. Und sie liebt die immer wieder. Früher haben wir zusammen gelesen, jetzt klappt sie selber sehr gerne diese Bereiche auf. Also es ist wirklich ein sehr schönes Buch, wo ich weiß, dass sie Spaß haben wird. Und Opa und Oma haben einen Garten und später können sie dann das alles auch noch entdecken. Also wird ihr jetzt, aber auch später Spaß machen und für nur 1 Euro. Schaut mal, wie gut. Top. Also ich finde, Babyspielsachen, die wirklich gut erhalten sind, auf dem Flohmarkt bekommt man die krass günstig. Also für das hier hätte ich, egal in welchem Sale, nicht 1 Euro bezahlt, wisst ihr? Das wollte ich unbedingt haben. Wir haben zwar zu Hause eins, aber sie hat letztens an der Uni so sehr, also Spaß dabei gehabt, im Eltern-Kind-Café, also im Eltern-Kind-Raum. Und da habe ich gedacht, da muss ich ja noch eins kaufen, was ein bisschen bunter ist, weil das, was wir zu Hause haben, ist eher so, ja,
sagen wir mal, ja, nicht so bunt und nicht so groß und etwas langweiliger. Und ich dachte mir, hier, das ähnelt dem jetzt, was wir in dem Raum hatten an der Uni. Und sie hatte sehr Spaß, deswegen hat sie es mitgenommen. Seht ihr gerade? Sie möchte das haben, aber erst muss ich das sauber machen. Fand ich für 2 Euro wirklich Bombe. Das war jetzt dieses Mal ein anderer Stand. Das war eine süße Omi, die das für nur 2 Euro mitgegeben hat. Und manchmal, Leute, manchmal habe ich bei manchen Menschen einfach keine Lust zu handeln. Ich war mir sicher, hätte ich gesagt, 1 Euro würde sie mir das geben. Aber ich dachte mir so, es ist so kalt, gönne ich ihr einfach. Und dann habe ich, guck mal, was ich gefunden habe, Anneli. Und darauf habe ich mich mega gefreut. Also die Schachtel werde ich wegschmeißen. Dafür habe ich sehr schöne, süße andere Boxen. Ich wollte unbedingt ein Memory aus Holz, Memory-Holz haben, Holz-Memory haben. Und dann habe ich das hier gefunden. Wir haben dann zusammen gezählt mit dem Mann. Und ja, es fehlt nichts und es sieht auch sehr toll aus. Es ist wirklich noch zu früh. Ich finde die Verpackung sehr blöd, also sehr alt. Die wird sich wegpacken. Aber schaut mal, ganz süße Tiere auf Holz, die man irgendwann mal so zusammen spielen kann. Es ist noch zu früh, aber ich freue mich erstmal. Wann spielt man dann Memory mit Babys, also mit Kids? Das ist einfach zu früh, ich weiß. Jetzt habe ich nur noch 2 Teile, dann war es auch schon. Und zwar, oh mein Gott, Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie krass ich mit meinem ersten Fund war. Das sind Buchstaben, aber Magnetbuchstaben. Schaut mal, nicht mal ausgepackt. Komplett neu, 100 Stück für nur. Also wir haben eine richtig süße Magnettafel und da wollte ich langsam mit Buchstaben und Zahlen starten, aber ich dachte, dafür habe ich eigentlich Zeit. Aber als ich das gefunden habe und dann auch noch so schön mit Muster und Blümchen, dachte ich mir, kaufe ich jetzt schon für 1 Euro, kann ich ja zur Seite legen. Ich finde es voll süß. Also ich habe mich gefreut. Ist bestimmt von Lidl oder so, glaube ich, aber ja. Dann habe ich für 1 Euro noch das hier gefunden. Kennen wir alle. Ich hätte es aber immer mit Plastik nur gesehen und ich fand das jetzt mit dem Holz schön. Und ich weiß, dass das ihr Spaß machen wird. Zu guter Letzt. Ich habe mir das eigentlich in etwas größer gewünscht, aber nicht gefunden. Und wie gesagt, ich hatte auch nicht genug Zeit zum Stöbern. Also ich hatte Zeit, aber nicht genug Zeit. Dann habe ich das hier trotzdem mitgenommen. So, ich denke mir so eher provisorisch, weil sobald ich das in groß finde, werde ich es dann kaufen. Ich gucke aber auch später nochmal rein. Das sind dann hier so diese Perlen, aber das fällt hier nicht ab, Leute. Das ist wirklich extra so. Und dann kann sie die Zahlen, aber auch die Farben so lernen. Und ja, da fehlt nichts und die Perlen sind groß genug, dass die nicht komplett in ihren Mund passen und ich nicht immer aufpassen muss. Ja, 5, 4, 3, 2, 1. Moment, ich habe noch 3 Teile. Die habe ich euch eigentlich schon im Video gezeigt, aber kann ich euch nochmal zeigen. Und zwar von den Zwillingen habe ich einmal, jetzt weiß ich, woher diese Marke ist. Das ist von Taco, glaube ich. Einmal hier eine Jeanshose mitgenommen, super unspektakulär, aber 1 Euro. Und die Sarah Jeanshose habe ich auch mitgenommen für 1 Euro. Das ist, glaube ich, aber eher eine Shorts. Und dann fand ich das ja sehr süß. Auch sehr bequemer Jeansstoff, super dünn. Kann ich mir mit Pullis sehr süß vorstellen. Habe ich auch dann für 1 Euro mitgenommen. Ja, das war's. Ich wollte eigentlich keine Fashion suchen, aber ja. Irgendwie kam es dazu. Und dann habe ich später einen riesen Stand gesehen von süßen Mädels, Mädchen, Babyklamotten verkauft haben. Ich habe mich geärgert, dass ich einfach die Zeit dafür nicht hatte, aber ich brauche auch definitiv nichts mehr. Deswegen, ja, das war's. Wie findet ihr mein Haul? Meint ihr, ich habe schön geshoppt oder habe ich viel Unnötiges mitgenommen? Also bei den Büchern hätte ich eins vielleicht weglassen können, aber für 1 Euro fand ich nicht schlimm. Dann gucke ich gerade. Ja, und das aus Plastik habe ich geschenkt bekommen. Mal gucken, wie die Kleine darauf reagiert. Und ja, ich bin trotzdem happy mit meinem Fund. Ich denke, hätte ich mehr Zeit, würde ich viel schönere Sachen mitnehmen. Inshallah beim nächsten Mal. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr im nächsten Monat separat einen Flohmarkt-Haul und Flohmarkt-Rundgang so ein Live haben wollt. Ich hätte mega Lust drauf. Ja, falls ihr auch Interesse in den Kommentaren zeigt, dann mache ich das definitiv nächsten Monat. Und ja, ich hoffe, mein Vlog hat euch gefallen. Ich muss jetzt die Kleine jetzt schlafen legen. Ich wünsche euch einen angenehmen Montag. Happy Monday und eine tolle Woche, inshallah. Ciao.